Sabine, herzlich willkommen im Videostudio der ETH Zürich. Heute haben wir einen ganz wichtigen Vertrag unterschrieben. Und ich nehme an, die Mitarbeitenden der UBS und der ETH sowie die Studierenden möchten gern ein bisschen mehr wissen, was ist das Ziel von diesem Vertrag. Hättest du etwas gegen ein Q&A über dieses Thema? Nein, überhaupt nicht. Ich denke, das ist wichtig. Und ich glaube, wir sind auch schon so vorbereitet mit den Kärtchen, dass es Fragen hat. ETH und UBS sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Was möchtest du mit dieser Partnerschaft erreichen? Ich glaube, Innovation und Unternehmertum sind ein Haupterfolgsfaktor für die Schweiz. Und unsere Partnerschaft, die soll genau das fördern. Innovation, Unternehmertum, aber schon früher ansetzen. Nämlich dort, dass wir schon, sage ich mal, den Forschungsnachwuchs begeistern. Dass wir auch schon die Schülerinnen und Schüler eben für MINT-Fächer begeistern. Dass wir sicherstellen, dass wir hier das Interesse haben und eben genügend Kapazität in der Lehre. Und am Ende dient das für uns ja dazu, dass wir eben den Standort Schweiz stärken. Und ich glaube, der Teil der Initiative ist auch wichtig, wo wollen wir das machen. Deswegen wollen wir auch gerne diese, sage ich mal, euer neues Gebäude am Hönkerberg ebenfalls unterstützen. Und insgesamt unterstützen wir eben unsere Partnerschaft über die nächsten 10 Jahre mit bis zu 40 Millionen. Oh, jetzt komme ich dran. Nächste Frage. Joel, was ist dein Ziel für diese Partnerschaft? Zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die große Unterstützung der UBS. Also es ist nicht selbstverständlich. Vielleicht mache ich noch einen Schritt zurück. Ich denke, es ist allen klar, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns stehen, sind gigantisch. Energiethematik ist sehr aktuell. Nachhaltigkeit, Gesundheit, Cybersicherheit. Das sind alle Themen, die unsere Gesellschaft jahrelang beschäftigen wird. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir die Kompetenzen bündeln. Und mit der UBS machen wir genau diesen Schritt. Wir wollen ja gemeinsam das Unternehmertum fördern. Was ist die Motivation der UBS dabei? Jungunternehmerinnen und Jungunternehmen, die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Innovationskraft eben für die Schweiz. Und was aber wichtig ist, ist, dass diese Innovation dann natürlich auch den Weg in den Markt findet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier frühzeitig eben, ich sage das, was wir so als Entrepreneurial Thinking, Entrepreneurial Acting sehen. Also wirklich diese Fragen der Wirtschaft eben mit der Forschung dann zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, wir wollen hier den ETH-Studierenden auch ein gewisses Rüstzeug mit auf den Weg geben, eben das von der Innovationsidee eben in das Jungunternehmen und dann eben in den Unternehmenserfolg. Und hierzu wollen wir verschiedene neue Gefäße schaffen. Also ich denke an Veranstaltungen gemeinsame, an Workshops oder Plattformen, wo wir etablierte Unternehmer zusammenbringen, eben mit Studierenden zum Lernen. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele große Möglichkeiten, eben um genau hier anzusetzen. Die ETH ist ja bereits sehr erfolgreich im Startup-Bereich. Wo siehst du unseren gemeinsamen Hebel? Wir sind wirklich auf welthöchstem Niveau. Nur die Konkurrenz schläft nicht, entwickelt sich weiter und wie wir uns auch weiterentwickeln müssen. Und deshalb ist es uns extrem wichtig, diese Partnerschaft mit der UBS. Es wird einen neuen Schub geben. Wir werden professioneller, mit größeren Netzwerken arbeiten können, mit anderen Kompetenzen, die ihr bringt zu uns. Und deshalb denken wir, können wir sehr zuversichtlich mit der Partnerschaft in die Zukunft schauen. Die zweite Initiative zielt auf die Förderung von MINT-Fächer in Schulen. Wieso ist UBS die Förderung der MINT-Fächer wichtig?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses mathematische, naturwissenschaftliche, informatiktechnologische Wissen ist ja eigentlich ein Treiber für die Innovation. Und was wir einfach sehen, ist, dass wir hier sicherstellen müssen, dass wir genügend Jugendliche begeistern, wirklich das, dieses Thema eben aufzugreifen, mit einer Leidenschaft aufzugreifen, die dann eben dazu führt, dass sie sich dann auch hier entsprechend einbringen können. Wir sehen immer noch, es hat viele Hemmschwellen und da ist es wichtig, dass wir wirklich rausgehen und in der gesamten Schweiz über alle Primarschulen, Sekundarschulen einfach dieses Bewusstsein und diese Hemmschwellen gemeinsam abbauen wollen. Und das ist für uns wichtig. Und UBS, also wir haben im Moment etwa 1400 Auszubildende, also für uns ist Ausbildung generell ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin überzeugt, dass wenn es uns gelingt, diesen MINT-Leidenschaft etwas weiter zu stärken, weiter zu verbreiten, werden wir das entsprechend natürlich dann auch eben in mehr Innovation sehen, weil es dann viel, viel mehr begeisterte Studierende auch hat. Also ich stimme voll zu mit dem, was du sagst. Für uns, was auch wichtig ist, ist die ganze Kette weiterzuentwickeln. Ich meine, von den Lernenden, wir haben auch um die 150, bis zu den Forschenden. Die Schweiz hat hier einen Trumpf, was noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Wenn wir gemeinsam Ideen entwickeln könnten auf diesem Gebiet, könnte es spannend sein. Die UBS beteiligt sich an einem neuen Gebäude. Was soll durch das Gebäude erreicht werden? Wir haben sehr viele Initiativen im Moment, verteilt über die ganze ETH. Und von Studierenden bis Doktorierenden oder Startups. Wir wollen alles zusammenbringen. Wir wollen auch Studierendenorganisationen der ETH zusammenbringen und denen zuerst einmal im Austausch bringen, aber auch die Möglichkeit geben, mit externen Partnern einen Austausch zu haben. Und das wäre die Idee, zum Beispiel die Expertise der UBS hier beizubringen. Also diese Initiative und die Unterstützung der UBS ist uns extrem wichtig. Jetzt bist du dran. Warum ist die UBS motiviert, den Neubau finanziell zu unterstützen? Ich glaube, es geht genau dahin, was du gesagt hast. Es braucht einen Begegnungsraum, wo du eben genau die Innovationskraft mit Unternehmertum, mit, sage ich mal, externen Partys zusammenbringen kann. Und wir haben das auch gesehen. Wenn man eben diese verschiedenen Disziplinen zusammenbringt an einem Ort und nicht verzettelt, da ist eine Energie, da entsteht eine Dynamik. Und das ist genau das, was wir schon gesehen haben. Und da freuen wir uns, dass wir hier einen Beitrag leisten können. Die letzte Frage ist für uns beide. Was wünschst du dir, dass sich in 10 Jahren durch die Zusammenarbeit verändert hat? Die Schweiz ist schon sehr innovativ und mein Wunsch ist, dass wir auch in 10 Jahren führende Innovationsland oder führend sind im Bereich Innovation und dass wir wirklich hiermit eine Investition machen in die Schweiz, die sich auszahlt. Für mich, es geht in dieselbe Richtung. Es geht mit der Initiative am Schluss nicht um die ETH oder um die UBS, es geht um die Schweiz. Wir sind Weltmeister in Innovation und es muss so bleiben in 10 oder 20 Jahren. So, ich hoffe mich, dass diese Initiative war wirklich essentiell oder ein Puzzle, ein Großteil des Puzzles, die das erlaubt. Zweitens, ich wünsche mir, dass alle Jungen in der Schweiz dieselben Möglichkeiten haben an eine Top-Universität zu studieren.